Ich zieh beide meiner Kurzschwerter und schaue sie an und sage, mein Name ist Wei. Osbert Wei. Scheiße, es ist Osbert Wei. Was machen wir denn jetzt? Ho, ho, ho und herzlich willkommen zurück in unserer wunderschönen Taverne zur aller 13. Episode von Quest Imperium Arcanum, dem einzigen Dungeons & Dragons Format, was ihr in diesem Jahr zu Weihnachten bekommen werdet. Hättet ihr euch vielleicht etwas besser benommen, würde ein großes englischsprachiges Format unterm Baum liegen. Aber naja, vielleicht denkt ihr nächstes Jahr daran, mich nicht mit einem Stöckchen zu bewerfen. Ich schaue dich an, Friedemann. Ich bin die heilige Dreifaltigkeit aus Dungeon Master Santa Claus und Knecht Ruprecht und bei mir sind diese vier wunderschönen Rentiere. Kai als Elisa. Greetings. Vera als Lumielith Isrami. Hallo. Oh, die muss aber gestimmt werden. Ja. Ben als Arwen von Pondingen, meine Freunde. Ich bin der Knecht Ruprecht unter uns. Wenn das Simon nicht schon wäre, das habe ich mir vorbereitet. Tja. Mann. Echt jetzt? Ja, weil ich halt der Teufel bin. Ach so. Ist ja auch egal. Na ja. Nee, ich will jetzt auch nicht mehr. Wir wollen jetzt sowieso jetzt den. Bin ich der Grinch. Der Grinch. Und natürlich Luke, der wahre Grinch, als Osbert Wei. Ich bin ein gewildshapeder Krampus. Tatsächlich. Wir haben ja alles hier an diesem Tisch. Ja. Richtig gut. Wird heute auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Sache. Wir haben nämlich unser Weihnachtsspecial heute auch, was wir aufnehmen werden. Das nehme ich jetzt schon, glaube ich, etwas vorweg und das werden wir daher auch rausschneiden aus der Anmoderation. So, kannst du sagen, das nächste Mal ist special. Okay. Ja, wird das gut? Das wird fantastisch. Okay, prima. Lassen wir so. Lassen wir so. Schneiden wir raus. Wenn ihr diesen Kanal noch nicht abonniert habt, dann solltet ihr das schleunigst tun, damit ihr keine unserer super coolen Folgen mehr verpassen werdet, die wir hier auf diesem Kanal hochladen. Und wenn euch der Kanal außerdem gefallen hat oder diese Folge gefallen hat, könnt ihr natürlich auch wie immer Likes da lassen und kommentieren. Und wenn euch das ganz besonders gefallen hat, natürlich auch Mitglied des Kanals werden für 2,99 €. Die Vorteile davon sind, dass ihr beim Kommentieren eure Mitgliederbadge zeigt. Ihr habt einige Emojis extra zur Verfügung und eure Namen werden im Abspann angezeigt. Sehr, sehr stark. Dazu gibt es natürlich auch noch neu, dass wir jetzt die ganzen Folgen hier als Podcast auf Spotify veröffentlichen. Was bedeutet, dass die Leute, die es nicht unbedingt als Video gucken wollen, sondern zum Einschlafen, Backen, Kochen, Joggen, Training, beim Arbeiten auch auf ihren Ohren einfach lauschen können, was wir hier so treiben. Damit haben wir, glaube ich, auch schon alle Hausmeistertätigkeiten abgedeckt und starten wieder ins Abenteuer. Das letzte reguläre übrigens für dieses Jahr und ich glaube, ich verrate nicht zu viel, wenn ich sage, dass wir ab nächstes Jahr auch live streamen werden. Ich freue mich da richtig drauf. Das wird bärenstark und ja, wenn ihr selber nichts mehr anzukündigen habt, würden wir einfach in die Runde reinspringen. Prima. Beim letzten Mal haben unsere Gefährtinnen im Kampf gegen die Hexe Befana den längeren gezogen, sagt man das? Ich glaube nicht. Sie haben auf jeden Fall gegen die Hexe gewonnen, haben ihr ganzes Hab und Gut auseinandergenommen, haben ordentlich reingelootet, haben die Hexe in einige, in viele Teile zerhackstückelt, ihren Kopf in einen Rucksack gesperrt und sich so aus der Paralleldimension oder wo auch immer sie gefangen waren, gerettet. Im Anschluss hat unsere Truppe sich etwas erholt, etwas gegessen, sich etwas orientiert auch, kann man sagen, und sich dann endlich weiter auf dem Weg nach Gratevol, der großen Hauptstadt der Provinz, begeben. Vorher gab es noch einen kleinen Abstecher zu den Eltern von Lissy, wo sie besagtes kleine Mädchen und die Schafe um Lawrence herum auch abgegeben haben und sind dann weiter in die große Stadt gezogen. Und das in zwei Gruppen. Einmal ist Osbert mit Dicky schon vorausgeeilt, weil er sich dort mit dem Pöbel nicht abgeben wollte. Und kurze Zeit später seid auch ihr in die große Stadt gekommen. Und da haben wir auch letztes Mal einen Cut gemacht und da steigen wir auch heute wieder ein. Also ihr seid gerade durchs Stadttor von Gratevol durchgekommen. Hier auf der Karte sehen wir auch noch einmal, dass ihr dort von Süden reingekommen seid. Ihr seid praktisch jetzt auf der Hauptstraße und es ist, obwohl es eigentlich relativ spät am Abend ist, wir haben es jetzt so 8:30, 8:40, ist es immer noch sehr, sehr geschäftig hier. Ihr hört überall das
schlagen von Eisen auf Holz, von Eisen auf Stein, von Eisen auf Eisen. Überall seht ihr Leute über die Straßen huschen. Es stehen einige Händler am Straßenrand und versuchen, eure Aufmerksamkeit zu erhaschen. Und die einzige Person, die sich hier auch nur annähernd von euch ein wenig auskennt, ist Layla. Denn du bist schon in deinen 120 Jahren auf dieser Welt einige Male hier in diese Stadt reingekommen, damals mit deiner Truppe, und kennt sich grob aus. Was ist erstmal euer Plan? Ich suche ein Klamottengeschäft. Ein Klamottengeschäft. Das macht ein Hasenkostüm, ja, genau, an. Das habe ich komplett vergessen. Das würde ich gerne doch mal loswerden hier. Stimmt. Einige Leute gucken, mustern euch auch sehr interessiert, als ihr dort reinkommt mit einem Teufel mit abgeschnittenen Hörnern. Du bist eigentlich relativ unauffällig als Halbelf dort und einer Elfin, die in einem Hasenkostüm, allerdings ohne Hasenkapuze aufgezogen, hier in der Straße herumläuft. Na Layla, ich muss dich eigentlich danken, Layla. Das ist das erste Mal, dass ich nicht die ganze Zeit angeguckt nur werde, sondern wir zu zweit sind. Aber warte mal ab, ich würde das hier gerne mal ändern. So. Das glaube ich. Während ihr euch beide umschaut, würde ich mich tatsächlich auf die Suche nach einem Tempel machen. Die ganze Fluchsache und sowas. Ich würde mich gerne dementsprechend dahingehend ein wenig beschäftigen. Treffen wir uns später bei der Wache mit Osbert und Dicky. Gerne. Mhm, klingt gut. Okay, ich stapfe los und lasse die beiden erstmal alleine. Okay, ich würde sagen, du gibst mir einmal einen Überlebenskunstwurf, also auf deinem Survival, um zu schauen, ob du schon vielleicht irgendeinen Laden hier kennst und dort Erfahrungen drin hast. Und ja, ihr könnt euch beide dann erstmal dorthin begeben. Ich sofort 16. 16, ja, das reicht locker. Also du kennst dich hier relativ gut in der Gegend aus. Du weißt, dass im Süden der Stadt, wo ihr jetzt reingekommen seid, nicht unbedingt so ein Kostümladen ist, weil gerade so der Süden und der Südwesten ist eine etwas ärmere Siedlung, wo es jetzt auch nicht so viele Geschäfte gibt. Und ihr begebt euch daher etwas in Richtung Norden. Mhm. Ihr könnt euch das so vorstellen, wie ihr dort auch auf der Karte seht, dass praktisch ein Rundweg um den Grateberg herumführt, der auch befestigt ist, in den Norden der Stadt herein. Also es ist praktisch einfach so eine Art Straßenring. Und von dort kommt ihr sehr bequem auch in den Handelsdistrikt rein. Auch die Altstadt ist dort in der Nähe. Du kennst dort auch einen relativ guten Gasthof, wo Abenteurer sich öfters absetzen. Es ist nicht ganz billig, aber die Räume sind sauber und es ist dort auch relativ sicher. Und man bekommt auch dort sehr gut mit, was es für neue Gerüchte in der Stadt gibt. Es ist zwar jetzt schon relativ spät, aber weil es halt Sommer ist, sind die Geschäfte noch geöffnet und nach etwa 20, 25 Minuten Fußweg seid ihr auch an einem schönen Laden angekommen, der einfach Bettys Boutique heißt, den du schon mal angesteuert hast. Betty. Und ja, ihr kommt rein und dort sitzt auch eine etwas ältere Zwergendame. Sie hat einen kleinen, etwas blaugrauen Bart und eine Dauerwelle in ihren Haaren. Und ja, sie mustert euch beide und sagt: Oh, hallo, da kommt ihr aber noch gerade rechtzeitig vor Ladenschluss. Womit kann ich dienen? Mensch, Betty, lange nicht mehr gesehen. Sie guckt in ihre Brille oder durch ihre Brille und mustert dich ein wenig. Ach, Layla, bist du es? Ja, ich bin schön, es. Dich zu sehen. Na, was hast du denn da für einen Fummel an? Du willst jetzt gar nicht wissen, wieso ich das Ding anziehen musste. Es tut mir leid, wenn ich noch ein bisschen muffel. Ja, du, ich würde mir gerne ein neues Kleidungsstück zulegen. Hast du was Schönes für mich? Ja, ich habe einige Kleider, die dir ausgezeichnet stehen würden. Aber wer ist denn überhaupt dein attraktiver Begleiter, den du dabei hast? Ist das etwa dein Freund? Nein. Ein guter Freund. Elisa, mein Name. Ah, ist angenehm, sie kennenzulernen. Und sie reicht dir so die Hand dahin und errötet auch ein bisschen, als sie ihr den Handkuss gibst. Und ja, sie schaut dich an und guckt so, ich glaube, ich habe genau das Richtige für dich. Und sie geht einmal kurz in einen großen Gang rein, wo überall Kleider hängen, und verschwindet auch irgendwo zwischen den Kleidern und man hört sie ein bisschen rumkramen und sie erzählt ihr ein bisschen, ach ja, der kleine Adrian, der ist jetzt auch schon seit 5 Jahren aus der Schule raus und hat eine Lehre angefangen, und erzählt ihr noch ein bisschen von ihrem Mann, der sich jetzt auch letztens zur Ruhe gesetzt hat, und ja, irgendwann hört ihr auch gar nicht mehr, worüber sie redet, weil sie anscheinend sehr tief in der Kleidung drin steckt. Und irgendwann kommt sie mit einem sehr hübschen Teil raus, was ein weißes Gewand ist mit so einem grünen
Buddy so eingenäht. Und schaut dich so an. Ich glaube, das dürfte deine Größe sein und dürfte dir ausgezeichnet stehen, meine Liebe. Oh, Betty, ey, dein Geschmack, ne? Der trifft ja wieder voll ins Schwarze. Das ist wunderschön. Was möchtest du denn dafür haben? Dafür würde ich, weil wir natürlich auch alte Freunde sind, 2 Goldstücke nehmen. 2 Goldstücke? Ja, es ist von hervorragender Qualität. Es ist aus Hamwald tatsächlich. Dort ist das der letzte Schrei unter den Mädchen. Ach, können wir hier noch was dran machen? Nun, ich hab's für euch schon heruntergesetzt, aber ich würde sagen, weil du mir auch schon mal aus der Patsche geholfen hast, würde ich dir sagen, wenn du heute Abend zu Abendessen kommst und meinen Kindern etwas vorspielst auf deiner Laute, dann würde ich daraus 1 Gold und 7 Silber machen. Machen wir das so. Dann freue ich mich aufs Abendessen. Ja, sehr gerne. Kommt einfach nach Ladenschluss vorbei. Du weißt ja, wo ich wohne. Nein. Betty, wir waren jetzt ja länger hier nicht mehr. Ist irgendwas in der Stadt in der Vergangenheit passiert, was wir wissen sollten? Es passiert einiges hier in der Stadt. Was genau möchtest du wissen, meine Liebe? Müssten wir irgendwie von dunklen Machenschaften wissen? Oder gibt es irgendwelche Leute, die hier gerade für ein bisschen Ärger sorgen? Es gibt natürlich immer Ärger. Also diese neue Jugendbande, die sich die Ratten nennt, hält die Stadtwache ganz schön auf Trab, müsst ihr wissen. Also sie sind ganz schön dick im Schmugglergeschäft seit einigen Wochen drin. Ja. Ansonsten, was gibt es sonst noch Neues? Ein prestigischer Diplomat ist heute Morgen angekommen und bespricht mit dem Magistrat die Geschichte, die da in Grenzwinkel vorgefallen ist. Da ist wohl irgendwie so ein Adeliger vergiftet worden oder getötet worden. Ja, das war eine ganz schön delikate Angelegenheit, kann man sagen. Ja. Ansonsten, alles wie beim Alten. Es läuft alles irgendwie nicht so gut. Bei einigen Leuten läuft es besser und das sind meistens auch die Leute, die von dem Schlamassel profitieren, der hier seit dem Zollkrieg praktisch verkehrt. Also ich rede vom Schwarzmarkt, den es gibt und den ganzen Schmugglern. Aber das habt ihr natürlich nicht von mir. Nein. Selbstverständlich. Bitte ich nicht, natürlich nicht. Okay. Darf ich mich kurz hier umziehen? Stört es dich? Ja, natürlich. Okay. Geh gerne in die Umkleidekabine. Ich verschwinde da kurz und zieh mich einfach um. Ja, und sie mustert dich. Und wo kommt ihr her? Von weit weg. Um genau zu sein, es mag vielleicht etwas komisch klingen, aber aus dem Wald. Oh ja, das kann man an eurer Kleidung etwas erkennen. Möchtet ihr vielleicht auch irgendwie etwas, modernere Kleidung vielleicht erstehen? Ich schaue so ein bisschen. Damit ihr nicht so sehr unter dem Stadtvolk auffallt, weil, wie ihr euch vielleicht vorstellen könnt, sieht man euch an, dass ihr nicht aus der Stadt kommt und versucht euch vielleicht übers Ohr zu hauen. Das ist ein valider Einwand. Vielleicht etwas Dezentes, aber von guter Qualität. Ich glaube, da habe ich schon irgendwas. Und sie geht nochmal zurück in den Hinterraum. Kramt da noch mal eine Weile rum, erzählt ihr irgendwie Sachen von ihrer Schwester, dass die beiden sich verkracht haben. Es gab da mal irgendwo so eine Erbschaftsgeschichte, wo ihre Schwester viel mehr abgeräumt hat und sie sich darüber aufregt. Den Rest der Geschichte erfährst du nicht, weil er dann wieder von Kleidung blockiert wird. Und irgendwann kommt sie halt mit einer braunen Hose wieder, die aus irgendeinem eleganten Stoff gemacht ist und einem recht offenen Hemd mit langen weißen Ärmeln. Und sagt, hier, probiert das doch einmal an, junger Mann. Gerne. Und ich würde es auch einmal probieren. Ja, es sieht auch fantastisch aus. Du brauchst tatsächlich nicht so lange dafür wie du, um das Kleid anzuziehen. Und sagt, du kannst es für 8 Silber erstehen. Gerne. Und ich kram so ein bisschen in meinem Geldbeutel, lege hier ein Gold hin. Vielen, vielen Dank. Oh, das ist aber lieb von euch. Und sie packt es in ihre klingende Kasse. Ja. Danach verabschiedet sie sich von euch. Sie erinnert dich nochmal daran, wo sie wohnt. Sie wohnt einfach eine Straße weiter und in einer halben Stunde sollt ihr da zum Essen hinkommen. Gut. In der Zwischenzeit schauen wir uns nochmal an Arwen von Pondingen. Du wolltest gerne einen Tempel aufsuchen. Ich suche einen Tempel, weil mir Kami damals gesagt hatte, als ich sie gefragt habe nach dem Fluch der Statue, dass im Endeffekt eine Art Fluchaufhebenszauber mir hier helfen könnte. Genau.
Möchtest du auf eigene Faust erkunden gehen oder möchtest du gerne... Ich möchte gerne zu einer Dame gehen, die mittleren Alters ist ungefähr, wo die mir als Einheimische... Das ist sehr spezifisch. Gib mir mal um eine Dame, die mittleren Alters ist und einheimisch aussieht, bitte einen Wurf auf deine Investigation. Ja, 6. 6. Ja, du siehst eine Dame am Straßenrand. Mhm. Sie verkauft Leuten gerade Äpfeln. Sie hat so ein schlichtes schwarzes Gewand an. Eine Augenklappe hat sie auf und sie sieht eigentlich aber wohl sehr nett aus, weil du weißt, dass man Leute natürlich nicht nach dem Äußeren beurteilt und sagt, hallo, was kann ich für Sie tun? Werte Frau, seid gegrüßt. Mein Name ist Arwen von Pondingen. Oh, Pondingen. Oh ja, hier in der Nähe. Wie dem auch sei. Ihr seht gar nicht so aus, als würdet ihr aus Pondingen kommen. Nun denn, ich bin ein Paladin aus Prestigien. Mächtig und hier zu Besuch. Auf meiner Reise... Kann ich euch einen für meine Äpfel begeistern? Sie kommen aus Schönwinkel. Ich kaufe einen Apfel, wenn ihr mir sagt, wo der nächste Tempel ist. Der nächste Tempel? Sucht ihr etwa den großen Tempel oder reicht auch eine Kapelle aus? Wo liegt dort der Unterschied? Der große wäre sicherlich sehr, sehr interessant. Und der große Tempel ist einfach nur die Straße runter, dort am großen Ring, an der Gratefestung. Könnt ihr mir vielleicht sagen, welchen Gott sie dort anbeten? Nun, dort gibt es alle möglichen Schreine in dem Tempel drin. Mehrere Götter? Natürlich, wir sind hier nicht im Prestigien. Das scheint mir so. Gib mir nochmal einen Perception-Wurf, bitte. 12. Als sie dich so in das Gespräch verwickelt, merkst du, wie irgendwas an deiner Kleidung zieht. Ich schlag meinen Ellbogen nach hinten. Gib mir einen Angriffswurf mit der Disadvantage. Eine Net 20 und eine 13. Du hörst ein kleines Au, als auf einmal ein Kind hinter dir auf dem Boden landet und anfängt zu weinen. Oh nein, du hast einfach diesem kleinen Jungen gerade eine reingehauen, ich hab's gesehen. Seid ihr mal bitte ruhig, ich glaube, er wollte mich, das ist eine kleine Gasse, wo ich gerade jetzt bin. Es ist eine relativ geschäftige Straße. Sehe ich Wachen um mich rum? Ja, es sind definitiv Wachen hier rauf. Die gucken auch gerade in eure Richtung, als sie ein bisschen schreit. Sie scheint auch ein bisschen lauter zu schreien, als es eigentlich nötig wäre. Ich guck das Kind an. Aua, er hat mir richtig ins Gesicht geschlagen, ganz ohne Grund. Ich hab's gesehen, das hat er gemacht. Ich sag, ihr solltet dem Kind Schmerzensgeld geben. Ich sag, ihr seid jetzt besser ruhig, wenn ihr nicht die Nächste sein solltet. Und du, Kind, hau ganz schnell ab, sonst werde ich euch sagen, dass ihr ja versucht habt zu klauen. Zwei Leute, die du eindeutig als Stadtwachen erkennst, kommen mit ihren Hellebarden auf euch zu und sagen, hey, was ist hier denn los? Seid gegrüßt, werte Wachen von Nordrien. Ich bin ein Freund von Osbert Way und auf der Suche nach ihm und dem Tempel. Ja, und ich verstecke den lachenden Halbling bei mir zu Hause im Keller. Was ist hier los? Und die alte Frau sagt, der Prestige hat gerade einfach diesem Kind eine reingehauen. Sagt ihr das nur, weil ich ein Teufel bin? Nein, das sage ich nur, weil ihr dem Kind eine reingehauen habt. Ich glaube, das Kind der böse Onkel hat mir richtig eine mit dem Ellbogen ins Gesicht gehauen. Passt auf, werte Wachen. Ihr scheint hier ein Problem zu haben mit Kriminalität auf den Straßen. Kann das sein? Und anscheinend auch mit Abneigung gegenüber Teufeln, nur weil man ein anderes Volk ist. Hey, wir haben hier nur gefragt, was hier los ist. Aber gib mir mal einen Persuasion-Wurf darauf, bitte. 15 plus... Was ist das? Persuasion. Überreden. 20. Überzeugend. 20. Mhm. Okay, sie gucken, die mustern euch alle. Gucken einmal so das Kind an, es sieht sehr ärmlich aus. Gucken die Frau an, die sehr ärmlich aussieht. Gucken auf dich mit der schicken Rüstung. Ja, es gibt keinen Grund, an euren Worten zu zweifeln. Ihr scheint ein Edelmann zu sein und lasst euch hier nicht in der Stadt beklauen. Und ihr macht euch besser auf den Weg. Und die alte Frau sagt noch, oder die mittelalte Frau sagt noch, wollt ihr denn noch jetzt einen Apfel kaufen oder nicht? Und das Kind macht sich währenddessen, während sie euch wieder ein Gespräch verwickelt, auf und läuft in eine Gasse rein. Ich merke mir die Richtung, in welche Richtung es gelaufen ist und guck die alte Frau an.
Sie jetzt ganz bestimmt nicht mehr. Frag aber noch die Wachen. Die eine Wache dreht sich auch zur Frau. Bevor du den betrügst, zieh Leine oder wir nehmen dich fest und dann kannst du eine ganze Nacht mal in der Stadtwache verbringen. Oh ja, alles gut, alles gut. Und sie packt ihre Sachen ein und geht in die andere Richtung. Kurze Frage nur, der große Tempel, von dem sie gesprochen hat, wo ist der genau? Ja, ihr folgt einfach der Hauptstraße hier und sobald ihr da am Grateberg seid, dort wo die große Kaserne zum Berg rauf führt, da geht ihr einfach die Straße einen Schlenker nach rechts an dem Ring und das könnt ihr gar nicht verfehlen, dort ist auch der große Tempel. Und noch eine andere Frage, die jungen Kinder hier, die anscheinend stehlen, ist das schon öfters vorgekommen? Ja, ja, also die rauben gerne Touristen und Reisende aus. Also da müsst ihr echt auf der Hut sein, gerade wenn Kinder aus etwas ärmlicheren Familien kommen, dann ist das hier leider so, dass sie ihre Familie mitversorgen müssen. Sind sie gewalttätig oder beschränkt sich das nur aufs Klauen? Nein, das beschränkt sich nur aufs Klauen. Also ich denke nicht, dass sie sich mit einem Ritter aus Prestigien anlegen würden. Dankeschön. Gerne. Okay. Und seid auf der Hut, aber trotzdem willkommen in Gratewohl. Euch noch eine ruhige Nacht. Weil ihr wie ein ehrbarer Mann aussieht, hört auf unseren Rat und versucht besser in der Altstadt ein Gasthaus zu finden, wenn es geht. Das hatte ich so oder so vor, zum lachenden Halbling. Oh nein, da wollt ihr ganz sicherlich nicht hin. Der lachende Halbling ist in der Freiheitssiedlung. Das ist etwa die Gegend, in die ihr überhaupt nicht rein wollt, weil, naja, dort sind nicht so viele Stadtwachen, sagen wir mal so. Warum könnte es sein, dass trotzdem einige prestigische Offiziere dort verkehren? Wieso sollten prestigische Offiziere in... Ich habe einfach nur beim Vorbeigehen ein, zwei Sachen aufgeschnappt. Nein, also wir wissen auch nicht, was prestigische Offiziere nicht überhaupt... Nicht prestigische, nordische, entschuldigt bitte. Ha, ich hoffe nicht, weil das ist eigentlich nicht gerne gesehen. Aha. Okay, ja, das ist gut zu wissen. Von welchen Offizieren sprechen Sie? Wir sind reingekommen dabei. Es müssen irgendwelche Jungs an der Mauer gewesen sein, die da drüber gequatscht haben. Aber es sind so viele Wachen, ich kann euch nicht sagen. Gib mir mal einen Deception bitte, also einen Täuschungswurf. 17. Ja. Achso, ja. Nee, 17, 23 sogar. Okay, ja. Gucken sich gegenseitig an. Ja, also manche Leute lassen sich auch nicht belehren. Aber mit solchen haben wir auch nichts zu tun. Im Endeffekt haben wir mit der Armee auch nichts zu tun. Also, weil ihr wahrscheinlich neu seid, die Stadtwache und die Armee sind zwei verschiedene Entitäten. Ah, okay. Das ist tatsächlich sehr gut zu wissen. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch eine ruhige Wache. Ja, ich hatte den Namen des Gasthauses gar nicht gesagt. Zum Geheimen Rat in der Altstadt. Könnt ihr gar nicht verfehlen. Okay, übrigens, mein Name ist Arvin von Ponding und ich strecke ihm so die Hand hinter. Schön, euch kennenzulernen. Sven. Hallo, Sven. Und, ja. Ja, sie verabschieden sich von dir. Von der Frau und dem Kind ist gerade nichts mehr zu sehen. Und du kannst weiter in Richtung Tempel gehen. Sehr schön. Ja, einige Minuten zuvor schon bist du in die Stadt mit Dicky gekommen. Und ihr wolltet, glaube ich, oder habt darüber gesprochen, ob ihr zum lachenden Halbling wollt. Oder ob ihr zur Stadtwache geht. Ja, also ich gehe quasi die südliche Hauptstraße mit Dicky runter. Also, was sollen wir denn jetzt noch bei der Wache? Und guck Dicky so an. Nun ja, wir können auch bis morgen früh warten. Ich weiß nicht, wie lange der Hauptmann da ist. Wie ist normalerweise das Protokoll, wenn man von solchen Missionen wiederkommt? Man kommt zu den Öffnungszeiten des Amtes hin. Wie spät ist es? Ich gucke auf meine Uhr. Ihr seid ein bisschen früher da gewesen. Ich würde sagen, es ist so 8:45. Kannst du mich nochmal kurz daran erinnern, wie nochmal die Öffnungszeiten waren? Wir waren so lange nicht mehr in der Stadt. Ja, also ich glaube vom Militärbüro bis 18 Uhr tatsächlich. 9 bis 18 Uhr. Na dann können wir direkt zum lachenden Halbling. Zum lachenden Halbling. Und wir schreiten voran, gehen quasi in die komplett andere Richtung vom Militärdistrikt, wo wir normalerweise wahrscheinlich erwartet werden. Genau, das können wir auch nochmal in der Karte einblenden, also Richtung Freiheitssiedlung, dort wo der lachende Halbling ist. Und ich habe dir tatsächlich heute etwas mitgebracht, und zwar dein wehenden Umhang. Mein wehender Umhang. Wow. Während du den Umhang trägst, kannst du eine Bonusaktion dafür nutzen, ihn dramatisch wehen zu lassen. Fantastisch. Ja, während wir da hingehen, lasse ich meinen Mantel direkt dramatisch wehen. Einfach nur, um auch so ein bisschen zu gucken, wir sind jetzt noch ein bisschen in dem hübscheren Teil der Stadt und laufen ja auch so ein bisschen an der Militärecke vorbei, also am Militärdistrikt. Und nur, falls mich irgendwelche Kollegen sehen, dass sie direkt auch denken, oh, der ist
der Ostwelt ist auf wichtiger Mission. Also du weißt ganz genau, wo der lachende Halbling ist. Ja. Aber gib mir trotzdem einmal einen Survival-Wurf, um zu schauen, wie beeindruckend du dich hier zurechtfindest und wie cool du aussiehst. Ich war noch gar nicht fertig. Mein erster Wurf vorhin off-camera war eine Net 1. Das ist mein zweiter Wurf heute und es ist eine Net 20. Ich wollte gerade noch sagen, du hast einen Advantage darauf, weil du deinen Umhang super cool wehen lässt. Du merkst aber, wie viele Leute gerade von der nordischen Armee, also Stadtwachen nicken dir vielleicht hier und da mal zu, aber gerade von der nordischen Armee begrüßen dich viele auch mit Namen. Einige salutieren vor dir. Ja. Du siehst, wie einige dir auch Platz machen auf dem Weg. An einer Stelle, wo ihr die Straße gerade überbrückt und wo jemand seinen Nachttopf ausgeleert hat, kommt ein Passant vorbei und legt seinen Mantel darüber, dass du da einfach drüber gehen kannst. Ich laufe da auch absichtlich noch zwei Schritte mehr auf dem Mantel. Er ist einfach nur nett zu dir und du entschließt dich trotzdem, ein grauenvoller Typ zu sein. Aber nein, egal. Einfach, weil es mir zusteht. Es steht dir zu und die Leute nehmen es dir einfach nicht übel. Und ja, ihr lauft auch eine ganze Zeit, bis ihr zum lachenden Halbling gelangt. Das ist eine Taverne, die in der Freiheitssiedlung, wie ich gerade, glaube ich, schon mal erwähnte, ist. Und das ist praktisch der sehr, sehr schlechte Teil in Gratewohl. Also man kann sich praktisch vorstellen, dass diese Stadt irgendwann um den Berg und die Burg entstanden ist. Im Norden ist tatsächlich die Altstadt, die schon seit ein paar hundert Jahren existiert und wo sich dann auch Händler angesiedelt haben. Der ganze südliche Bereich ist praktisch ein Stadtgebiet, was erst später erschlossen wurde, vor allem im Bürgerkrieg, wo viele Leute irgendwie vom Land in die Stadt geflohen sind und sich dann irgendwann dort angesiedelt haben. Es ist auch direkt neben dem Industriegebiet, das heißt, die Häuser dort sind sehr, sehr karg und archaisch. Teilweise sind die nicht mal gerade gebaut, sehen aus wie Hütten hier und da. Es gibt einige etwas größere Häuser, wo die Leute aber auch einfach reingestopft werden. Und es gibt tatsächlich hier nicht viele befestigte Straßen, sondern es ist alles hier sehr sandig und schlammig. Die Leute erkennen dich allerdings, weil du natürlich schon einige Jahre hier bist. Und euch pisst auch keiner an den sprichwörtlichen Karren. Und ihr kommt auch ohne Probleme beim lachenden Halbling an. Ich möchte, wenn wir quasi kurz davor sind vor der Taverne, möchte ich mich einmal quasi heroisch hinstellen, während mein Mantel quasi noch weiter weht. Ja. Und möchte einmal... Vicky, riechst du das? Ja, es ist leider wie immer, Mr. Way. Ja, es riecht nach Verbrechen. Ich hasse es. Also ich hätte gesagt, es riecht hier sehr nach, Klempnerarbeit und anderen Dingen. Das auch. Aber nicht nach Protokoll. Nicht nach Protokoll, Mr. Way. Nein, leider nicht. Schauen wir doch mal, was wir heute Nacht noch alles so hier entdecken können. Vielleicht ist ja noch der ein oder andere Fall, den wir lösen können. Ich denke, wir haben sowieso die Fälle bisher alle meisterhaft gelöst. Da schadet der ein oder andere sicherlich nicht. Und ich gehe quasi zur Tür vom lachenden Halbling und je nachdem, ob es eine Doppeltür ist oder eine einfache Tür, ich schwinge die auf. Tatsächlich ist der lachende Halbling ist ein Lokal, dessen Eingang wie ein großer Kopf geformt ist, wie ein lachender Halbling aussieht. Und du, Osbert, weißt, dass dieser Laden nach einem deiner Erzfeinde benannt wurde, nämlich dem lachenden Halbling, der praktisch ein Systemkritiker und Marxist ist. Und er hasst diesen Laden, weil er sieht darin eine Kommerzialisierung seines Namens, von der er nichts hat, weil die Besitzer einfach diesen Laden aufgemacht haben, um ihn zu fragen. Und vor dem Laden steht immer eine Türsteherin, die sich alle Leute anguckt. Und du kennst sie relativ gut. Das ist nämlich eine Goliath-Frau namens Gaia, die dich relativ gut leiden kann, die aber vor allem Dicky noch viel, viel besser leiden kann. Und ja, sie sieht dich und sagt, Arwen von Pondingen. Und Dicky, wie ich sehe. Was macht ihr beiden denn hier wieder? Ich guck sie an und so, ist mein Gesicht auf einmal rot? Von wem redest du? Und woher kennst du Arwen? Ach, sorry. Oh Gott. Letzte Woche war es Elisa, dieses Mal ist es Arwen von Pondingen. Ich dachte auch schon, woher kennt sie denn jetzt Arwen? Nur die Maske ab, so, ich bin Manuel Neuer. Verdammt nochmal, Osbert Wayne natürlich. Ja, und Dicky, wie ich sehe. Was macht ihr denn hier? Ich gehe zu ihr hin und mache den üblichen Handgruß, den ich mit ihr einstudiert habe. Mhm. Ja, ihr macht da sowas und dann gibt es noch eine Faust drauf und drunter und... Der Teil tut immer weh, wo eure Fäuste sich dann noch einmal treffen. Ich dachte, ihr wärt irgendwo im Grenzland bei Grenzwinkel unterwegs, wenn ich meinen Quellen
trauen darf. Ja, aber du weißt, Osprey Way und die Mission, die Osprey Way löst, sind meistens relativ schnell gelöst. Und deswegen sind wir schon wieder zurück und können jetzt unseren Sieg und unsere Informationen berichten, die wir morgen früh direkt an die Wache bringen werden. Oh, ich denke, das möchten viele Leute im Laden hören. Und ich bin auch froh, dass du Dicky wieder in einem Stück mitgebracht hast. Und ihre Riesenpranke, also sie ist so etwas über 2 Meter groß, wuschelt ihm einmal so durch die Haare und er sieht wirklich noch mehr aus wie ein kleiner Junge als sonst auch schon. Und ja, sie lässt euch einfach in die Kneipe rein. Und es ist relativ gut besucht schon hier. Du siehst einige Leute, die an ihren Tischen sind. Und sie ruft dir noch hinterher, ach ja, übrigens im Pfeifenzimmer wartet schon jemand auf dich. Ja, ich so, ah, okay. Und trete quasi ein, ich schwing die Tür auf, wirklich so dramatisch wie möglich. Mhm. Ich möchte halt wirklich einen Auftritt schon im Eingang haben, weil ich jetzt seit einiger Zeit nicht mehr hier war. Und ich will, dass auch das Gesocks, was sich hier vielleicht versammelt, gegen die ich vielleicht hier und da auch schon mal angetreten bin, die vielleicht wegen mir auch schon das ein oder andere Bußgeld oder irgendwas bekommen haben oder sogar im Kerker gelandet sind, dass die direkt sehen, das Gesetz ist wieder zurück. Möchtest du dafür deinen Umhang dramatisch auch wählen lassen? Ich möchte noch einmal meinen Umhang. Okay, bitte, weil du auch die Net 20 am Anfang hattest, würfel einen Einschüchternwurf, also Intimidation mit einem Advantage. Okay, ich muss mir ganz kurz den Bogen... Ich würde auch atmen, so an Atem anhalten, wenn du gut wirfst. 12. Hast du doppelt geworfen wegen dem Advantage? Ah, Advantage. 12. Okay. Du kommst rein, einige Leute sind schon sichtlich angetrunken. Achso, warte mal, Intimidation, so. Moment. Intimidation, korrekt. 11. Das gleiche Ergebnis. Ja. Also die Leute nehmen schon zwar Notiz von dir, fühlen sich jetzt aber nicht so, oh, da ist der große Osprey Way, der uns wieder gefangen nimmt, sondern kommst einfach rein und wirst vielleicht wahrgenommen, vielleicht auch von der einen oder anderen Person, die dich ein bisschen genauer beobachtet und das, was du tust. Und der Barkeeper, ein großgebauter Ork, den du dort schon auch seit Jahren kennst, nickt dir einmal zu und bedeutet dir praktisch in die Pfeifen, ins Pfeifenzimmer zu gehen. Ich gebe ihm vorbeigehen, ich gucke ihn gar nicht richtig an, ich mache einfach nur so einen kleinen Salutgruß. Und laufe direkt sehr bestimmt ins Pfeifenzimmer. Ja, gehst ins Pfeifenzimmer rein und bemerkst dort auch einen Mann sitzen, den du schon sehr gut kennst. Das ist ein wohlgekleideter Mensch namens Theodor Pinklinski. Er ist so Ende 30 und du kennst ihn als Person, die öfter mal mit dir schon im Kontakt war. Also er hat gute Kontakte zur Unterwelt. Ist manchmal auch vielleicht in Schwarzhandel tätig, was er dir aber noch nie explizit verraten hat. Aber was ich natürlich weiß. Was du natürlich weißt. Und du weißt auch, dass er der Mann ist, der im Besitz deiner nordischen Karte ist. Ja. Und sagt, oh, in von Pondingen. Und Dicky. Gott, ich hab's schon wieder getan. Ah! Ja, aber von Pondingen gesagt. Nein, oh, es ist heute der Elisa-Moment. Ja, ey, das gibt es nicht. Warum bist du in meinem Kopf, Ben? Osprey Way, sagt er natürlich. Und Dicky, bitte setzt euch doch. Und er schiebt euch auch gleich 2 kleine Gläser mit einem Drink hin. Ich nehme die beiden Gläser, stell sie beide hin, setz mich auf den Stuhl. Gib mir einen Constitution Save dafür. Jetzt geht das wieder los. Ja, warte, dafür nehme ich den roten Würfel. 12. Ja, also es knallt schon. Du merkst, dass es irgendein 13, Gebräu... Sorry, ich vergesse die ganze Zeit die Modifier. 13. Das reicht auch erstmal. Ja. Du merkst schon, dass es irgendwie reinhaut. Ja. Ne? Und dass es auch deine Lunge noch einmal befreit. Also es ist sehr, ein sehr scharfes Getränk hier. Wird vermutlich von dem Ork-Barkeeper Moglorg selber gebraut. Moggy, mein Moggy, Buddy. Genau. Und du trinkst es einfach weg und... Ja. Bemerkst ansonsten nicht so viel davon, bist halt noch Herr deiner Sinne. Hat das einen Namen? Hm? Das Getränk? Das ist der lachende Halbling. Ja, okay, ich trinke den und so. Morgis lachender Halbling ist. Ich hab's vermisst. Nur hier im lachenden Halbling natürlich erhältlich. Naja, ich hoffe, dass er diesen Laden nicht irgendwann in die Luft jagt. Naja, ich wollte fragen, ob ihr mein Gold habt. Wie viel war das noch gleich?
Nun ja, ich habe hier diese Karte von euch bekommen und er holt deine Karte raus, ja, die du beim Glücksspiel verloren hast, die du mir als Pfand für 50 Gold gegeben hast und mir gesagt hättest, sie wäre magisch und würde mir besondere Routen hier in der Gegend anzeigen und effektive Schmugglerwege, aber ich habe sie prüfen lassen und es ist leider eine stinknormale Karte, wie sie jeder nordische Fußsoldat hat. Und sie ist leider überhaupt nicht diese 50 Gold wert. Deswegen würde ich jetzt gerne mein Geld plus natürlich die 20% Zinsen darauf erhalten. Also 60 Gold wären das. Ich guck Dicky an. So, aber so aus dem so Side-Eye-mäßig so. Ich glaube, wir haben da etwas vergessen, Mr. Way. Theo, natürlich. Darf ich Theo nennen, oder? Theodor. Ja, Theo. Also, folgendes. Ich habe diese Karte als magische Karte bekommen von meinen Vorgesetzten, den Generälen und den Oberst und du kennst das mit dem Militär. Und die haben mir gesagt, das ist eine magische Karte mit geheimen Sachen. Ich hatte bisher noch keinen Grund, wirklich da größer reinzuschauen. Das tut mir natürlich vollkommen leid, dass da jetzt scheinbar die falsche Karte mir ausgehändigt wurde. Anders kann ich mir das nicht erklären, denn warum sollte mir meine Vorgesetzten... Er zündet sich eine Pfeife an und sein Blick schweift auch langsam ab. So. Ich hole so eine kleine Trillerpfeife raus und puste in die Trillerpfeife. Und ich gucke ihn an. Pfeifenzimmer. Okay, cool, dafür gibt's gleich ein Advantage. Inspiration, nein, du kriegst einen Inspiration-Würfel dafür. Okay. Schreib dir das auf, du hast einen Inspiration-Würfel. Gut. Shit. Wo schreibe ich mir das am besten auf? Den habe ich nicht gesehen. Was macht er jetzt damit? Ja. Ja. Und wenn wir beide in unserem Pfeifen sitzen. Und ich kau so ein bisschen drauf rum und guck so Dicky an. Ab und zu kommt auch so ein daraus. Und ich guck so Dicky an und flüster quasi ihm so leicht zu, möglichst, dass er es nicht unbedingt so 100% verstehen kann, was ich ihm sage. Ich meine, er merkt, dass ich flüster, wir sind alleine, aber dann sagt, haben wir genug Gold dabei für sowas? Wie viel haben wir beschlagnahmt? Ich schau das mal eben nach. Also er selber hatte ja auch was in seinem Geldbeutelchen. Aber ich glaube nicht, dass ihr so viel... Wobei... Ich habe tatsächlich, glaube ich, sogar selber genug. Was ist 10 Silber sind ein Gold, oder was? 10 Silber sind ein Gold. Er hatte 28 Gold und 105 Silber dabei. Also 38 Gold etwa. Das habe ich mir tatsächlich auch aufgeschrieben. Also hast nur du das. Okay. Ja. Ja. Wie viel Gold hat Dicky an sich? Er hatte nur das Geld tatsächlich dabei. Würdest du, also, und ich kram so in meinen Taschen rum und hol so meine Uhr raus und guck die mir an und schau mir die genauer an und das nordische Wappen da drauf und sag so, diese Uhr ist eine magische Uhr. Die wird speziell an nordische Ranger ausgestellt, nur die besten. Natürlich. Osbert, dasselbe hast du mir auch über diese Karte gesagt. Für wie dumm hältst du mich, dass ich den... Ich musste mir die Karte nie anschauen, ich bin Osbert Way, du weißt, wie die Geschichten sind. Ich kenne mich aus, ich brauche keine Karten. Aber diese Uhr... Die kann dich... Du weißt, wie Pfand funktioniert, durch ja? ...durch die Zeit schicken. Denn wir wissen, was die mächtigste Magie ist. Liebe? Zeitmagie! Ach so, ja, das wusste ich natürlich. Was hältst du davon, wenn ich dir diese Uhr nicht mal als Pfand gebe, sondern direkt gebe? Du könntest sie auf dem Arkan Schwarzmarkt... Wie funktioniert sie? Zeig's mir. Wenn ich sie dir jetzt zeigen würde... Okay, warte, Moment. Alles klar. Gib mir die Karte. Gib dir misstrauisch die Karte rüber. Ich nehme die Karte und ich drück quasi zweimal oben auf die Uhr. So. Ja, und jetzt? Ich bin durch die Zeit zurückgereist und habe dir diese Karte beim letzten Pokerspiel als Pfand dagelassen. Erinnerst du dich daran? Ich habe die Zeit einmal in den, er nickt einmal in den Schatten und du bemerkst, wie eine Klinge an deinem Hals ist. Das ist übrigens mein neuer Freund, den ich mir als Geschäftspartner geholt habe. Und du kannst die Person nicht sehen, die hinter dir steht. Er sagt,
Weiß nicht, ob du von ihm gehört hast. Sein Name ist Alfonso de la Muerte und er ist wirklich sein Geld wert. Also, Wei, ich möchte mein Geld wieder haben. Und zwar bis morgen Abend. Okay, Theo, und kein solange Problem. Ich das Geld nicht habe, behalte ich einfach deinen Assistenten hier als Pfand. Warte, ich guck. Du wirst dich gut mit Gaia verstehen, nicht wahr, Dicky? Und Dicky ist richtig bleich im Gesicht und schwitzt wie ein Schwein. Ich so, okay, wie viel Gold, von wie viel Gold reden wir jetzt insgesamt? 60 Gold. Trotz der Uhr? Er nimmt die Uhr und schmeißt sie auf den Boden. Nein, die magische Uhr, die mir die Generäle gegeben haben. Und jetzt verschwinde. Und ich gehe so langsam ein bisschen bedrückt zur Tür. Und als ich aber aus dem Pfeifenzimmer rauskomme, rappel ich mich wieder auf und lass meinen Mantel wieder wehen. Mhm. Mach das einmal mit einem Disadvantage, bitte. Okay. Um zu zeigen, wie sehr du deine Form halten kannst. 18. Ist auch wieder zweimal das gleiche gewürfelt. 18. Was ist das? Spezialwurf oder nur einfach? Das ist, nochmal einschüchtern. Ah ja, also 17. 17, ja. Du kommst aus diesem Zimmer raus und es ist praktisch, als wenn du ja machen würdest und du hältst deine ganze Form und memst auch ein bisschen so, dass du locker geblieben bist, aber innen drin hast du wirklich gerade Angst, vor allem um deinen lieben Assistenten, der ja gerade zurückbleiben muss. Ich werf so ein Fingerpistol zum Barkeeper. So einmal so. Und gehe quasi langsam und dann ein bisschen schneller, dann wieder noch ein bisschen schneller aus der Tür wieder raus vom lachenden Halbling. Okay. Und ich möchte jetzt in der nächsten Zeit mich über die Dächer dieser Unterstadt bewegen und gucken, ob in den Gassen Diebe oder irgendwelche Kriminellen vielleicht sind, um Leute auszurauben oder sowas. Also, du möchtest die Leute ausrauben. Explizit Verbrecher suchen, okay, damit ich ihr Diebesgut beschlagnahmen kann. Da gucken wir einmal gleich, wie es weitergeht. Kommen wir erst nochmal zu euch beiden. Habt ihr noch irgendwas machen wollen in der Zeit zum Totschlagen, bis ihr zu Betty eingeladen seid? Gehen einen trinken. Mhm. Definitiv. Wir suchen uns irgendeine richtig nice Taverne, die da irgendwo in der Nähe ist und gönnen uns einfach. Genau, du kannst zum Geheimen Rat führen. Du weißt, dass dieser Trinktempel in der Altstadt von Gratewohl ist, etwas nördlich von der Burg tatsächlich gelegen. Dort treiben sich auch immer wieder AbenteurerInnen rum und dort sind auch viele Handelsleute und sowas. Dort gibt es immer neue Gerüchte. Ist ein bisschen pricey, wenn man dort übernachten will, aber für Speisen und Tränke ist das absolut ausreichend. Ihr kommt da rein, es ist jetzt auch keine Wache vor der Tür oder so. Du weißt aber, dass es auf jeden Fall ein paar Bouncer gibt, die Leute, die zu viel getrunken hat, rausschmeißen. Und du weißt auch, dass es hier drin strikt verboten ist, Magie anzuwenden oder Waffen zu ziehen. Das ist nicht gerne gesehen. Ja. Ganz kurz, ich gehe mal davon aus, also erzählst du mir diese Infos so allgemein auf dem Weg dahin? Die mir Betty gerade gegeben hat? Nein. Was Simon dir quasi gesagt hat. Ach so, ja, das teile ich mit dir. Okay. Mhm. Weil ab irgendeinem Punkt würde ich dann sagen, Schlafen ist tatsächlich ein gutes Thema. Mhm. Wo wollen wir unterkommen? Wenn ihr sagt, das ist etwas teurer da, vielleicht kennt ihr den Ort, wo ihr hier immer übernachtet habt. Weil es wird spät, ich würde gegebenenfalls zumindest schon mal ein Zimmer reservieren, damit wir dahin können. Da bin ich ganz bei dir. Ich hoffe, das Gasthof zum lässigen Betthupferl gibt's noch. Da war es immer sehr günstig auf jeden Fall. Gibt's das noch? Würfel einmal auf Geschichte drauf, würde ich sagen. Beziehungsweise du kannst vielleicht auch eine Person im Geheimen Rat fragen. Okay, warte mal. Eine 14. Eine 14. Du bist dir ziemlich sicher, dass es das hier noch gibt, weil vor 3-4 Jahren bist du hier mal durchgekommen und da war das auch noch relativ gut besucht. Ja. Okay. Zum lässigen Betthupferl. Okay, ja, cool. Gibt es dann. Dann wäre mein Vorschlag, bevor wir gleich in die Taverne gehen, dass wir dort einmal anklopfen, uns ein Zimmer jeweils holen und
dann weitergehen zu der Taverne. Das ist eine sehr, sehr gute Idee. Ich würde auch gerne mein Gepäck dort lassen. Gegebenenfalls könnten wir auch dann direkt für Arvin fragen. Mhm. Ich weiß nicht, wie das mit Osbert ist. Der hat bestimmt selber hier was. Ich würde nur für Arvin erstmal fragen. Ja, eine sehr gute Idee. Also ihr geht jetzt erst in den Geheimrat ein trinken und dann wollt ihr zum lässigen Betthupferl eure Sachen dort einlagern? Erst zum lässigen Betthupferl, okay. Um ein Zimmer zu klären, Sachen einlagern und dann gehen wir einheben. Ja, da kommt ihr auch relativ bequem einfach hin. Pro Nacht müsst ihr da 2 Silberstücke lassen pro Zimmer. Also wenn ihr ein gemeinsames haben wollt, dann ist das natürlich ein bisschen günstiger. Müsst ihr mir gerade sagen. Ach so. Wenn wir das gefragt werden, ob wir ein gemeinsames oder nicht haben wollen, dann gucke ich so rüber und versuche, deine Mimik zu lesen. Und getrennte Zimmer, bitte. Getrennte Zimmer, ja, das sind dann 4 Silber insgesamt. Ich, schiebe 4, ich würde gerne noch ein Zimmer für einen gemeinsamen Freund von uns auch mit. Name und wie erkenne ich den? Arvin von Pondingen, sehr stattlich gekleidet, Hörner. Wird Ihnen auch seinen Namen vermutlich sagen. Ja, wahrscheinlich schon. Ja, ihr habt dann 3 Zimmer gebucht für euch. Tragt euch insgesamt 6 Silber aus. Ich glaube, du hast 2, du hast dann 4 ausgetragen wahrscheinlich, ne? Und begebt euch dann zum Geheimrat. Hier ist schon relativ viel los zu dieser, ja, fast Abendszeit. Das ist jetzt etwas nach 21 Uhr. Viele Abenteurer, die gerade noch von der Straße kommen, beziehungsweise außerhalb der Stadt und aus der Wildnis, kehren hier ein, einfach um Geschichten auszutauschen, Gerüchte auszutauschen. Ihr seht auch, beziehungsweise du siehst sie, die Besitzerin dieser Taverne, Tilly McLee, wie sie mit einem Tablett voller Bierhumpen durch die Taverne stapft, die auch einmal zunickt, weil sie dich wiedererkennt. Ja, und es ist relativ viel hier los. Also es ist sehr laut hier, gerade für dich. Also für dich ist diese ganze Erfahrung, in Gratewohl zu sein, sehr viel, weil du halt so eine Stadt noch nie betreten hast, mit mehreren tausend Einwohnern und es überall laut ist. Es ist tatsächlich hier sogar für dich so, dass, weil du ja geschärfte Sinne hast, weil du observant bist, ist alles zu viel eigentlich für dich gerade. Und diese Taverne ist ein gutes Abbild davon. Also hier sind unfassbar viele Leute drin, es ist überall ein Stimmgewirr in verschiedenen Sprachen. Einige Sprachen erkennst du auch so und dir fällt es sehr schwer, hier die Informationen alle aufzunehmen. Ja, ihr werdet einfach reingelassen, weil hier ist kein Türsteher. Was möchtet ihr hier tun? Wie ist die allgemeine Stimme unter den Gästen? Die ist relativ gut, kann man sagen. Ja. Spielt schon jemand Musik? Es ist ein gelangweilter Bade, beziehungsweise weiß nicht mal, ob er hauptberuflich Bade ist. Er ist öfters hier zu sehen, wahrscheinlich irgendwie so ein Barmann, der ab und zu mal zu einer kleinen Laute greift. So. Er verspielt sich auch ständig, wie du hörst, und er wird eher von dem Stimmengewirr her übertönt. Geht zu Tilly. Hey Tilly, na, alles gut bei dir? Oh, hallo, schön dich wiederzusehen, Mädchen, ne? Na, wie laufen die Geschäfte? Oh, wie du sehen kannst, sehr, sehr gut, ja. Ganz gut. Tilly, ich hätte bis Bock... Brauchst du ein Zimmer, Mädchen? Danke, ich bin schon tatsächlich versorgt mit meinem guten Freund Elisa. Oh, hallo. Kann ich euch was zu trinken, Brie? Gerne, das kannst du sehr gerne machen. Würdest du? Alles klar, dann bring uns mal 2 Humpen vom... Ne? Du warst schon 2 Humpen vom Besten, natürlich! So, sehr gut, danke schön. Und wie wär's? Soll ich zur Laute greifen? Soll ich mir ein bisschen... Wir müssen vielleicht noch was besprechen. Also okay. Naja, gut. Dann kommen wir gleich noch auf dich zurück. Ja, komm gerne jederzeit rein. Wir haben hier nur Ralf am Spielen und wie du hörst, ist er nicht besonders gut. Alles naja, klar. Er könnte vielleicht mal ein paar Stunden bei dir nehmen, sag ich immer, aber dann wird er mal ganz böse. Oh je. Naja. Okay. Naja, gut. Ich bringe euch euer Bier vorbei und dann sehen wir uns gleich wieder. Danke dir. Ja, sie watschelt weg mit ihrer Bestellung und bedient gerade andere Gäste. Ich weiß nicht, wie ich das am besten sagen soll, aber... Also mir wäre es lieb, wenn wir uns ein bisschen unterhalten können. Einfach, ich brauche was, worauf ich mich konzentrieren kann. Das ist... Naja, klar, okay. Doch alles etwas... Du wirst auch gerade einmal angerempelt von irgendwie so einem großen Halborg, der da geht und dich sich nicht mal entschuldigt und ja, einfach an dir vorbeigeht. Ich fliege so nach vorne und
So, ich schaue mich gar nicht richtig um, wer das war oder was das war, sondern siehst du, dass mein Gesicht eher so ernst und etwas, ja, einfach total überfordert. Okay. Ja, klar, lass uns hinsetzen. Tut mir leid, dass ich darauf nicht geachtet habe. Es fühlt sich für mich so ein bisschen wie nach Hause kommen hier so ein Stück weit an. Ich kenne schon ein paar Leute und sorry, ich habe da nicht drauf geachtet. Das ist auch nicht eure Aufgabe. Es freut mich sehr, dass ihr euren Spaß habt. Aber gut, dann lass uns hinsetzen und... Vielleicht ist ja, was auch immer, ich habe gar nicht mitbekommen, was ihr bestellt habt, aber vielleicht hilft das ja auch ein bisschen. Ach, ja, nee, das Tilly macht's Beste hier. Also es ist richtig gut. Ich bin gespannt. Ja, kurz darauf kommt sie auch mit zwei Humpen vorbei und hält ihre Hand auf. Kupferstücke, wie immer. Ich fange auch so an. Ihr werdet direkt bezahlt, das weißt du doch, Mädchen. Das weiß ich. Aber... Ich bin schneller und leg so ein Silberstück in die Hand. Macht sie einmal. Ja, das ist doch das, wofür ihr bin. Dankeschön. Wenn ihr sonst was braucht, dann ruft einfach. Sie tippelt wieder davon, um geschwind andere Gäste zu unterhalten und zu bedienen. Ihr trinkt euren Humpen eher schnell oder eher gemächlich. Also ich nehme erstmal so die Hand und rieche da dran und versuche so ein bisschen in der Untersuchung des Getränkes aufzugehen. Gib mir einen Investigationswurf darauf. Das wird nicht viel sein. Das ist eine 7. Ist auf jeden Fall Bier. Und also du erkennst auf jeden Fall am Geruch, dass es jetzt kein schlechtes Bier unbedingt ist. Ne? Also es ist relativ frisch gezapft worden und ja, trinkbar wahrscheinlich. Ja, das habe ich auch am Preis erkannt. Ja. Ja, dann nach so einem kurzen Moment, dass ich rieche mal dran und schaue mir das an, stoße ich mit dir an. Plung. Cheers. Und fang an, wirklich erstmal so ein gutes Drittel davon zu leeren. Es ist lecker. Es ist gut, es ist erfrischend und ja, es macht auch ein bisschen glücklich, wie so einen ganz kleinen Schwips, den du dann bekommst. Ja. Mein Gesicht wird etwas erleichterter. Ihr seht beruhigter aus. Ja, ich glaube, das hilft wirklich ein bisschen. Und gleich kriegen wir ein schönes Abendessen bei der lieben Betty. Oh, das wird das auch noch mal sehr gut tun. Ich denke, da wird es ruhiger sein, außer die zwei kleinen Rabauken. Aber auch da kann ich dir sagen, es wird bestimmt ein schöner Abend. Ich bin wirklich froh, dass ich euch als Ortskundige dabei habe. Ach, gerne. Jetzt kann ich ja mal ein bisschen was zurückgeben, Elisa. Wundervoll. Kommen wir dann noch einmal zu dir. Wolltest du zuerst zum Tempel vorbei? Oder 100%ig zum Tempel, okay, das ist meine Priorität. Sehr gut, das ist deine Priorität. Dann lass mich hier mal eben schauen. Tempel. Genau. Du kommst irgendwann, als du diesem großen Ring folgst, in eine Gegend, die ist mit vielen Alleen bewachsen. Es sind überall ein paar mehr Brunnen. Du bemerkst auch, dass weniger Leute hier auf der Straße sind, die irgendwie mit Wagen durch die Gegend fahren oder irgendwie Geschäfte an der Seite sind. Siehst eher ein paar schönere Gebäude tatsächlich, wo die Leute auch drin zu leben scheinen. Einige Leute, die du auch in Kutten gekleidet siehst, aus der Entfernung kannst du nicht unbedingt sehen jetzt, zu welchen einzelnen Gottheiten diese Leute gehören, aber es sind auf jeden Fall, wie du siehst, Leute, die ein religiöseres Leben führen, weil du solche Leute oder so eine Art von Leuten auch zu Hause in solchen Tempeln gesehen hast. Und vor dir ist ein riesengroßes, dreistöckiges Gebäude. Hat so die Säulen, die vor dem Gebäude stehen, vor dem Eingang, sehen sehr griechisch aus. Also wenn es sowas hier in dieser Welt gäbe. Also sehr klassisch gebaut. Und es hat eine goldene Kuppel praktisch. Es ist sehr, sehr schön dort. An der Seite von diesem Gebäude ist noch ein großer Teich, an dem einige Leute zu meditieren scheinen. Und es ist hier, die Luft ist hier auf jeden Fall auch besser. Und es sind weniger störende Geräusche hier. Und du siehst auch auf einem großen Schild, was da vorne ist, dass du hier beim Weißen Tempel angelangt bist. Weißen Tempel? Der Weiße Tempel. Ich rede so in mich hinein. Irgendwie ist es hier so ein bisschen fast wie zu Hause. Anders, aber ich gehe weiter. Gibt es Tempeltreppen oder sowas in der Art und Weise? Ja, also es führt für ein paar Treppen da hoch auf diesen Eingang hin. Okay. Ich möchte eintreten. Ja. Du wirst auch am Eingang von einem von so einer Art Mönch begrüßt, der sich vor dir verbeugt und sagt, bitte legt eure Waffen vor dem Tempel ab.
Ich bin ein Paladin Pelor aus Prestigien. Sie gehören irgendwie ein bisschen zu meiner Religion, wenn ihr versteht. Nun ja, es sind keine Waffen im Tempel erlaubt. Nun denn, ich lege mein Schwert ab, mein Schild dahin und zeige dem Mönch mein Schwert. Ich weiß, das klingt vielleicht etwas komisch, ich würde aber gerne dieses Schwert mit reinnehmen. Es hat was mit der Art und Weise oder beziehungsweise mit dem Grund zu tun, warum ich hier bin. Und ich versichere euch, das hat nichts damit zu tun, dass ich irgendwelche Gewalt hier drin ausüben möchte. Gib mir einen Überredenswurf darauf. Nat 20. Oh. Er mustert dich und sagt, ich spüre, dass eine göttliche Energie euch umgibt. Ist zwar sehr ungewöhnlich und ich denke auch, der Abt würde das sonst nicht gestatten, aber ich spüre, dass ihr die Wahrheit sagt. Also, bitte tretet ein und behaltet es wenigstens in der Scheide. Das versichere ich euch. Ich danke euch. Mhm. Trittst ein und deine Augen gewöhnen sich relativ schnell an diese Dunkelheit, kann man sagen. Also draußen ist es zwar jetzt schon am Dämmern, aber hier drin ist der Ort eigentlich nur durch Kerzen erhellt. Mhm. Du siehst auf jeden Fall, dass wenn du reinkommst, hast du praktisch vier lange Gänge, die jeweils nach hinten führen. Und am Ende der vier Gänge siehst du jedenfalls eine große Statue, die eine Gottheit darstellt. Welche Gottheiten erkenne ich davon? Du, gib mir einmal einen Religionswurf bitte drauf. 14 minus 1, das ist 13. Okay. Du erkennst alle davon. Auf der linken Seite siehst du eine Statue Pelors. Ja. Der zweite von links ist eine Statue Ayuns, der Göttin des Wissens. Mhm. Dann weiter im Uhrzeigersinn, im nächsten Gang ist eine silber- oder platinfarbene Drachenstatue, die du als Bahamut erkennst. Mhm. Und es gibt eine Zwergenstatue oder eine, die sehr ähnlich wie ein Zwerg aussieht, auf der ganz rechten Seite, die du als Moradin erkennst. Das ist die Gottheit der Vater aller Zwerge. Genau, der Vater aller Zwerge. Okay. Um diese Zeit ist auch gar nicht mehr so viel hier drin los. Du siehst vielleicht hier und da ein paar andere Gläubige, die gerade Gebete sprechen. Aber ansonsten ist es relativ still und auch dieses Gebäude, es isoliert den ohnehin schon viel geringeren Geräuschpegel, der hier im Tempelviertel ist oder am Tempel, noch viel deutlicher und es ist relativ still hier. Und man hört höchstens mal so das Echo von dem Husten oder von deinen Stiefeln auf dem Boden. Ich möchte gerne in die Mitte dieser Halle gehen und stapfe los in Richtung Pelor, bleib aber stehen und möchte mein Schwert anschauen und einfach auf mein Bauchgefühl hören, wohin ich am besten sollte. Mhm. Du meditierst eine kurze Runde darüber und gib mir mal einen Religionswurf. 13. Pelor ist auch hier zugegen. Du bist ein Paladin Pelors. Es würde Sinn machen, zu Pelor zu gehen. Dann gehe ich in Richtung Pelor. Mhm. Siehst, dass dort nicht viele Leute sind. Vielleicht zwei Gläubige, die da gerade ein leises Gebet sprechen und eine Kerze vor sich haben. Siehst, dass Pelor selber halt kein Gesicht hat. Es ist eine große, goldene Statue. Er hat ein Schwert in seiner rechten Hand, er hat eine Sonne in seiner linken Hand und hinter ihm siehst du halt einen großen Kreis, der so das Symbol Pelos ist, der auch so eine Art Sonne darstellt. Wie gesagt, das Gesicht ist hat keine wirklichen Konturen, also man kann das Gesicht nicht wirklich ausmachen, weil das Gesicht Pelos scheint natürlich zu hell, deswegen kann kein Sterblicher ihm direkt ins Gesicht schauen, wenn er es nicht will. Und ja, es ist auf jeden Fall sehr, sehr schön gemacht. Darauf kannst du mir noch mal einen History-Check geben. 10. 10. Ja, ist auf jeden Fall sehr, sehr gute Handwerkskunst. Du kannst aber nicht genau einordnen, was oder wer diese Statue gemacht hat. Siehst du auf jeden Fall aus, wie es scheint, massivem Gold. Guck mich um. sehe ich Leute? Ja, sind zwei
Leute, die dort gerade mit einer Kerze sind und gerade zu pinnen. Unterscheiden die sich in irgendeiner Art und Weise? Eine Person trägt eine Kutte, die andere ist in ein einfaches, in Straßenkleider gekleidet. Also es scheint eine normale Person zu sein, die von irgendwoher kam, jetzt einmal im Tempel beten ist. Die andere Person scheint einen religiösen Hintergrund zu haben. Also die eine, die in Straßenklamotten ist, ein jüngerer Mann, so in seinen 20ern. Und die in der Kutte scheint, du kannst es nicht genau erkennen, hat lange Haare, könnte ein Mann oder eine Frau sein. Okay. Ich gehe als erstes zur Statue, knie nieder. Quasi wie, als würde man einen Ritterschlag empfangen auf einem Knie. Gucke nach unten und verbeuge mich quasi. Und sage, Pelor, bitte schenke mir Kraft für die nächsten Tage. Es ist schön, deine Anwesenheit zu spüren. Richte mich auf und drehe mich um mit der, zu demjenigen oder zu derjenigen mit der Kutte und schreie, entschuldigt bitte, habt ihr eine Sekunde Zeit für mich? Die Person scheint wie aus der Trance zu aufzuwachen und du siehst, dass es jetzt, dass es eine Halbelfin ist und sie ist ganz verdutzt. Oh, hallo. Mit wem habe ich die Ehre? Ich habe auf diesen Moment gewartet. Denke ich mir. Mein Name ist Arwen von Pondingen. Ich bin Paladin aus Prestigien, ein Anhänger Pelors. Wie es scheint, wie ihr? Ja, das ist korrekt. Ich bin eine Jüngerin Pelors. Ich hätte... Aus Prestigien, sagt ihr? Aus Prestigien, das ist korrekt. Richtig. Sie mustert dich, aber wie ist das möglich? Also ich dachte, euresgleichen werden dort gejagt. Ich wäre sicherlich dort gejagt gewesen, doch mein Vater ist ein mächtiger Mann. Auch ein Mann Pelors, der seine Hand über mich gehalten hat. Ihm zu Dank konnte ich ein gutes Leben leben und bin nun hier, wie ihr vielleicht an meinem Nachnamen gehört habt, meine Familie stammt ursprünglich aus Prestigien, genauso wie mein Vater. Aus Pondingen. Aus Pondingen, Entschuldigung. Aus Pondingen, genau wie mein Vater, um meinem Schicksal, meiner Geschichte vielleicht etwas zu beleuchten. Interessant. Wenn ihr einige Minuten habt, können wir uns gerne unterhalten draußen, aber ich würde gerne mein Gebet zu Ende führen, um dem Vater meine Ergebung darzubieten. Natürlich. Macht es euch etwas aus, wenn ich mich zu euch geselle? Natürlich auch stillschweigend? Natürlich nicht, Bruder. Setzt euch. Selbstverständlich. Ja, und ich setze mich quasi hin. Gemeinsam betet ihr eine Runde, ne? Wie man das halt so cool unter den Kids macht, um den Himmelsvater anzurufen. Und da schauen wir gleich einmal rein, wie es dort weiter verläuft. Erstmal kommst du aus dem lachenden Halbling raus und suchst nach Bösewichtern. Ich möchte mich auf so einen Dachgiebel setzen von einem leicht zu besteigendem Haus quasi. Gib mir mal einen Survival-Wurf, ob du ein Haus in der Stadt erkennst, was sehr gut dafür geeignet wäre. 10. 10, ja. Findest zwar hier nicht die allerhöchsten Gebäude in der Freiheitssiedlung, dort, wo du die größten Verbrechen vermuten würdest, ne? Deswegen ist alles so auf einer Stufe irgendwie, ist nicht wirklich gut einzusehen. Es wird langsam halt auch dunkel. Aber du verbringst dort, wie lange möchtest du? Ich möchte auf den Dachgiebel setzen und explizit vor allem erstmal ausrechnen, wie viel ich jetzt eigentlich habe und schulde. Weil ich weiß, dass ich, Dicky, 105, also, ne, dass wir so 38 Gold ungefähr in etwa, haben. 38,5, glaube ich sogar. Genau, ganz genau. Ich selbst habe noch 10 Gold. Quasi von vornherein schon gehabt die ganze Zeit. Und ich rechne das quasi so zusammen und überlege so, was ich alles dabei habe und wo man so überall noch Gold herbekommen könnte. Und denke da ganz intensiv drüber nach. Okay, gib mir gerne was einfällt. Gib mir darauf mal überlegen, was könnten das sein? Gib mir einfach einen Intelligence-Check dafür. 13. 13. Okay. Du weißt auf jeden Fall, dass du für diese Woche noch nicht deinen Sold bekommen hast. Das wären noch einmal, lass mich schauen. Also das heißt, du könntest in der Kaserne vorbeigehen, beim Hauptmann einmal nachfragen und dich dort auszahlen lassen für diese Woche. Das sind... Wo hab ich's denn? Abzüglich Steuern. Krankenkasse. Ist tatsächlich schon Steuern von abgezogen. Ich bin sehr gut vorbereitet. Ich habe tatsächlich ein Soldsystem entwickelt. Auch 5 Gold bekommst du pro Woche. Also 10, weil Dicky, ich nehme es ja stellvertretend für Dicky mit an. Dicky bekommt keine 10 Sold, weil er nicht deinen Dienstgrad hat. Er.
Du würdest schätzen, dass er jetzt, wo er praktisch frisch ausgelernt ist, 7 Silber und 5 Kupfer bekommt. Scheiße. Pro Woche. Ja, okay. Also knapp also, 10% von dem, was du bekommst. Ja, ich überleg's. Erstmal nick ich so, doch, das ist fair. Und und überleg noch so, das, die Öffnungszeiten sind auch nicht da. Also, die sind alle schon saufen oder im Bett. Und möchte mal mit meinem üblichen scharfen Sinn hier schauen oder hören, riechen, ob vielleicht die Goons von irgendwelchen meiner Feinde, die hier, die so die typischen Feinde sind, gerade durch die Straßen ziehen. Weil es ist jetzt so Dämmerung, es ist quasi die perfekte Zeit in der Freiheitssiedlung. Und ich will gucken, ob wie nennt man das? Goons, was ist das auf Deutsch? Handlanger. Die Handlanger von Madame Med oder dem lachenden Halbling, vom Ziegel, vielleicht nicht unbedingt vom Ziegel, aber ne, ob da irgendwo vielleicht der Ziegel beschäftigt auch selten andere Leute, genau, der für ist stark sich. Genug. Also er ist meistens allein unterwegs, er ist auch nicht besonders klug halt. Ne? Aber gerade sowas wie der Fastaubenpriester oder Madame Med, ob ich vielleicht... Oder der Arkane Akrobat. Der Arkane Akrobat möglicherweise, ja. Obwohl der nicht so viel Geld hat wie Madame Med und der Fastaubenpriester. Oder der Brückenwürger. Vom Brückenwürger muss ich ein bisschen aufpassen, ja. Weil der ist alleine unterwegs und der ist richtig, richtig, richtig brutal. Und das ist ja ein Serienkiller. Ist er, ja. Der, also da kann ich wahrscheinlich auch nicht so viel Geld holen, eher so abgeschnittene Körperteile. Ganz genau. Ja, da, die könnte ich dir natürlich auf dem Schwarzmarkt verkaufen. Ich behalte mir das mal als Option im Hinterkopf. Aber ich suche eher nach Leuten, die entweder so ganz normale Kriminelle sind und Leute ausrauben, oder Leute, die halt Richtung Fastaubenpriester oder Madame Med gehen. Okay, du weißt, dass der Fastaubenpriester und Madame Med nicht unbedingt in Gratevol unterwegs sind, sondern wahrscheinlich eher in Hamwall. Bei einigen anderen weißt du nicht ganz genau, wo sie gerade aktuell sind. Aber gib mir trotzdem einmal einen Perception-Wurf, ja. Weil du dich ja mit Augen, Ohren und Nase auf Verbrecherjagd begeben möchtest. Net 20. Immer bei den richtig guten Sachen kriegt ich eine Net 20, das ist gut. Es wird schon sehr dunkel mittlerweile, oder es dämmert schon sehr hart, weil es mittlerweile fast 10 Uhr ist, würde ich sagen. Ja. Und du hörst irgendwann ein Hilfe, so hilf mir doch, sie haben meine Sachen geklaut von unten irgendwo. Ja, ich möchte mich da so grazil, aber sicher wie möglich hinbewegen. Ja, du siehst auf jeden Fall, als du dich aufmachst und auf die andere Seite des Giebels gehst, um dem Geräusch nachzukommen, siehst du, wie zwei vermummte Gestalten gerade einer Frau einen Sack aus der Hand reißen und sich in Richtung Gasse begeben, die zufällig auch unter deinem Haus hinwegführen. Ja, ich möchte ich möchte das machen, dass es quasi wie eine Bewegung ist. Mhm. So. Ich möchte einen Pfeil quasi schießen vor ihre Füße, wie so ein Signal. Ja. Ray ist da. Mhm. Und mich dann mit dem Seil aus meinem Kletterkit quasi abseilen vor ihnen. Und dann quasi wirklich so vor ihnen landen. Okay, das mit dem Kletterkit dauert ein bisschen, aber du kannst ja erstmal den Pfeil schießen. Ich möchte es so simultan machen. Also bevor ich mich abseile, quasi den Pfeil schießen und dann direkt auf dieses Seil springen. Okay, wie machen wir das? Ich sage, du gibst mir für die Sache einmal für den Pfeil, ja? Gibst du mir einen rein Dexterity-Wurf. Okay. Das ist 16. Okay, das reicht. Der Pfeil landet darin, ja. Und dann gib mir für das andere noch einen Akrobatik, bitte. Da haben wir ja letztes Mal fest. Eine 7. Okay, also der Pfeil landet vor ihnen und in der Zeit versuchst du dich irgendwie schon abzuseilen. Aber das Seil hast du nicht richtig irgendwo am Dach festgemacht und es geht wieder los und du landest erstmal vor den beiden, bist gerade prone und bekommst 4 Schadenspunkte. Okay, ich möchte als Nebenaktion meinen Mantel wehen lassen. Du klatschst so auf und dann macht der Mann. Das finde ich so ein bisschen impressive da ist. Was nehme ich? 4 Schadenspunkte? Schon 4 wieder? Schadenspunkte, ja. Wo ich meinen Stift jetzt hin? Ah, da. Ja, toll. Und jetzt? Jetzt bleiben die beiden stehen und sagen, Scheiße, wer ist das denn?
Ich rappel mich wieder auf. Ist das dann schon meine Aktion, wenn ich mich aufrappel? Erstmal sind wir noch nicht im Kampf. Ah, okay, das ist gut. ich rappel mich quasi wieder auf, klopf das so schnell von mir weg, mach so einen Hairflip, dass meine Locke wieder nach hinten geht und bin eigentlich sofort wieder quasi. Die beiden ziehen Dolche, beziehungsweise einer zieht ein Kurzschwert und ein Dolch. Ja, ich zieh beide meiner Kurzschwerter und schaue sie an und sage, mein Name ist Way. Osbert Way. Scheiße, es ist Osbert Way, was machen wir denn jetzt? Hey Way, pass auf. Du lässt uns einfach gehen und wir lassen dir dafür ein Ohr. Ich habe einen besseren Vorschlag für euch. Ich lasse euch gehen und ihr lasst mir dafür 18 Gold da. Die beiden gucken sich an. Du wirst sterben. Würfel auf Initiative. Okay, das ist eine Net One. Sehr gut. Das ist, diesmal nicht den Bonus. Was ist es? Plus 2 oder sowas war das bei mir. Ich habe es immer noch nicht eingetragen. Plus 3. Ja, das ist 16. Okay, ja, du darfst gerne anfangen. Die beiden, würde ich sagen, sind 30 Fuß von dir weg. Ja, ich möchte mein... 30 Fuß. Ja, also 10 Meter etwa. Ich schenke meine Schwerte wieder weg und nehme meinen Bogen. Okay. möchte auf den... Sind es 2? Ja. Ich möchte auf den rechten davon schießen. Ja. Das ist eine 18. Ja, trifft. Gut, und das sind die 8. Das ist der... Achso, übrigens mit Heartbreaker. Okay. Sind die nah genug beieinander? Sind die 5? Sind sie. Okay. Und das ist eine 10. Mhm. Für den ersten. Und der zweite ist eine Net One. Schön. Okay. Das ist dann auch egal, was der Plus ist. Völlig, ne? Ja. Also ja. Du schießt okay. Zwei Pfeile ab. Der eine landet dem einen Typen im Oberschenkel. Ja. Ziemlich nah am Gemächt. Und du siehst das Blut wie eine Fontäne raus. Spritzt. Scheiße! Und klappt einfach direkt zusammen. Ja, ich rufe noch so. Haha! Und dem anderen fliegt der Pfeil halt am Kopf vorbei und er guckt gerade dich an und seinen Kumpel. Ruhe kurz noch hinterher. Das war ein Warnschuss für den zweiten. Gib mir eine Intimidation mit einem Advantage drauf. Mhm. Was war Intimidation? Ach ja, ich bin ja schlecht in Intimidation. Again, das wieder das gleiche zweimal, eine 15. Er lässt beide Waffen fallen und sagt, okay, wir ergeben uns, aber bitte hilf mir, meinen Freund zu retten und wir geben dir das ganze Geld, was wir dabei haben. Okay, ich gehe hin und kick die Waffen von denen weg, die sie fallen lassen haben, damit die nicht rankommen. Und nehme noch ein Stück von, ich habe jetzt nicht mehr viel von meiner Armbinde dran, aber ich nehme noch so ein Stück ab, schneide das halt mit meinem kleinen Messer ab und wickel es ihm quasi ums Bein. Gib mir einen Medizinwurf dafür. Da würfel ich aber viel, das ist... Was habe ich denn bei Medizin? Da. Eine 12. Oh, das reicht ganz genau. Dir gelingt es, den Pfeil irgendwie... Also den würdest du nicht rausziehen, ja, weil ja, vermutlich ja. Würde er dann totbluten. Ich will nur oben drüber abbinden. Aber genau, also das gelingt es dir abzubinden und sein Kumpel nimmt ihn dann auch so auf den Arm, dass er ihn wegbringen kann ja. Und wirft dir auch seinen Geldbeutel ja. Hin. Das ist alles, was wir haben. Und die Tasche, die ihr geklaut habt. Er schmeißt dir die Tasche hin und die geht auch auf, weil sie nicht zugemacht ja. Ist. Du siehst, dass ein paar Äpfel und Kartoffeln raus. Ja. Okay. Und sie gehen einfach ihrer Wege. Ja, ich nehme den Geldbeutel. Mhm. Ich möchte reingucken. Ja. Wie viel ist drin? Es sind 12 Kupferstücke und 3 Silber drin. Ich kotz. ich nehme die 12, ich zähle das so durch und stecke die immer ein und gucke nach der Frau, die gerade beklaut wurde. Ja, sie ist auf dem Boden gerade. Ja. Sie scheint irgendwie eine reinbekommen zu haben. Sie hat auch ein bisschen ein angeschwollenes Auge und sieht, dass du dich um die Beine gekümmert ja. Hast und sagt, oh, vielen Dank. Sie haben leider das Essen von mir geklaut und wir haben doch nichts anderes. Ich gebe ihr ich sammle die Sachen auf vom Boden und bringe ihr die Kartoffeln und Äpfel. Du siehst auch, als du sie aufsammelst, dass die Kartoffeln auf jeden Fall auch schon nicht mehr die besten sind und die Äpfel sind auch nicht wirklich hochqualitativ und eher sehr klein und schon ein bisschen angeschrumpelt. Ich gebe ihr das und sage, denken Sie immer dran, Osbert Way ist für die kleinen Bürger da. Vielen Dank, Mr. Way, vielen Dank. Und ich muster sie nochmal, ob sie wirklich nichts Wertvolles bei sich hat. Gib mir eine Investigation.
Investigation, das sind 12. Es ist nicht schwierig zu erkennen, in der Freiheitssiedlung, die sehr ironischerweise Freiheitssiedlung heißt, weil Leute werden hier reingepfercht, so, man verkauft es ihnen als Freiheit, ist sie bitterarm. Ja. Solche Leute siehst du hier überall rumlaufen, die gerade mal so den Leib an der die Kleidung am Leib tragen und auch nicht viel Geld für Essen haben. Ist wirklich ein Überlebenskampf hier und das ist einfach eine typische Bewohnerin dieses Viertels. Okay. Ja, Und dir fällt auch gerade ein, wo du so darüber nachdenkst, vielleicht ist die Freiheitssiedlung auch nicht der beste Ort, um Geld zu verdienen. Habe ich jetzt auch gerade drüber nachgedacht. Ich möchte etwas innerlich geschlagen, äußerlich triumphal, wieder zum lachenden Halbling gehen. Mhm. Und rein in den Hauptraum und mich umgucken, ob ich einen Bekannten außer Theodor Schwarzmarkthändler da sehe. Okay. Das würde ich noch einmal nach hinten stellen, weil ich wollte mich noch einmal zu euch begeben. Ihr seid in der Kneipe, habt euer Bier getrunken, möchtet ihr schon losgehen? Kommt oder wollt ihr die Tageszeit an so? Also es ist jetzt, würde ich sagen, etwas nach 21 Uhr. Von Arwen ist noch nichts zu sehen. Wir hatten ausgemacht, am Wachhaus uns zu treffen. Vielleicht ist es nicht schlecht, wenn wir jetzt zum Treffpunkt gehen. Wo wir Arwen treffen wollen? Ja. Mhm. Oder glaubt ihr, es ist noch zu früh? Könnte zeitlich noch hinhauen. Dann lass uns los. Mhm. Also ihr möchtet zur Stadtwache gehen. Mhm. Und auch dann nicht die Einladung von Betty annehmen. Achso, doch, die will ich schon noch annehmen. Schaffen das zeitlich dann nicht. Ja. Oh, shit. Sonst. Also ich muss auf jeden Fall zu Betty. Vielleicht nimmst du es dir nicht übel, wenn du es nicht schaffst, aber... Ich komme mit zu Betty. Ja? Okay, alles klar. Ja, wundervoll. Das klingt wie was sehr Ruhiges. Mhm, das wird sicher sein. Ja, du kennst dich recht gut in der Gegend aus, wo Betty wohnt. Wie gesagt, sie ist nicht weit von ihrer Boutique wohnhaft, wo sie mit ihrem Mann und ihren Kindern wohnt. Sie freut sich auch sehr, als ihr beide da angestapft kommt. Sie wohnt im ersten Stock von dem Gebäude, winkt euch rein. Es ist eine wirklich sehr kleine, enge Wohnung. Also man merkt schon, dass hier eher so Halblinge wohnen. Für euch beide ist das ein bisschen, wie eine Mini-Wohnung, wo ihr hier und da mal eure Köpfe runternehmen müsst und als Essen hat sie einen Hasenbraten gemacht, der schon seit einigen Stunden da geschmort haben muss. Ihr Mann ist dort auch im Zimmer. Von den Kleinen seht ihr nichts, beziehungsweise du weißt eigentlich auch schon, sie hat dir vorhin erzählt, dass er auch schon in der Schule war und so, dass er ein Jugendlicher ist, der hat kein Interesse anscheinend, mit Fremden einfach zu essen. Ihr kennt das vielleicht selber noch von der Zeit, als ihr Kinder wart und dann bloß nichts mit den Freunden eurer Eltern zu tun haben wolltet. Ja, und dort bittet euch Betty einfach Platz zu nehmen. Stellt euch auch jeden einen kleinen Humpen etwas verdünnten Wein hin. Also es ist nicht die reichste Frau der Welt, wie du weißt, aber sie hat ein stabiles Einkommen soweit. Kümmert sich immer um die Familie. Und ihr bekommt etwas Hasenbraten oder etwas Eintopf davor gesetzt. Und sie erzählt euch allen möglichen Klatsch. Möchtet ihr was Bestimmtes wissen? Wie geht's denn den Kindern? Ach ja, du weißt ja, irgendwann interessieren sie sich nicht mehr für einen und wir sind ja jetzt auch schon etwas älter und mein Sohnemann wird jetzt auch bald in die Armee eintreten und dann hoffentlich auch mal ein bisschen Geld bekommen und dann müssen wir uns auch nicht mehr selber hier Gedanken um seine Verpflegung machen. Ja, ich mache mir nur ein bisschen Sorgen, weil die politische Situation natürlich etwas schwierig aktuell ist, ja. Inwiefern? Ja, also habt ihr das nicht mit dem prestigischen Adligen mitbekommen, der vor ein paar Tagen ermordet wurde? Ganz, ganz übles Geschäft. Also ist selbst ein Diplomat heute in die Stadt gekommen aus Prestigien, der sich mit dem Magistraten darüber unterhält. Das habe ich mitbekommen, aber wie ist die direkte Auswirkung auf die Stadt? Wie ist... Ja, also ihr habt ja sicherlich schon von den Zolleinschränkungen irgendwie was mitbekommen. Also seit einigen Monaten gibt es schon einen Clinch zwischen Nordrien und Prestigien, der sich bisher nur auf die Wirtschaft ausgerichtet hat. Aber leider habe ich Angst, dass sich jetzt irgendwie ein handfestes kriegsähnliches Szenario da zusammenbrauen könnte.
Und der etwas ältere Herr, der dort, den ihr als Hans kennengelernt habt, also du kanntest den vorher auch noch nicht, du kanntest nur Betty bisher, sitzt auch in seinem Schaukelstuhl, er scheint noch ein bisschen älter zu sein als Betty und sagt, in meiner Zeit haben wir immer noch den Prestige in die Stirn geboten und das mache ich auch wieder. Ja, ja, Hans, iss jetzt erstmal deinen Hasenbrei auf. Also er hat auch nicht mehr viele Zähne im Mund und muss alles anscheinend in breiartiger Form essen. Sie sagt, nun ja, jedenfalls ist dieser Diplomat heute gekommen und er ist ein ziemlich kalter Typ, wenn ich mir das richtig hab beschreiben lassen von meiner Kundschaft. Das klingt nicht besonders erfolgsversprechend. Naja, aber was will man halt machen? Man kann sich die Diplomaten des anderen Landes ja leider nicht aussuchen, nicht das wahr? Stimmt wohl. Tja. Aber jemand Freundlicheres ist wahrscheinlich deutlich besser auf diesem Posten, um das auszuüben, was er tun sollte. Wisst ihr seinen Namen? Nein, das weiß ich leider nicht. Okay. Denkt ihr darüber nach, hier wegzuziehen oder bleibt ihr erstmal hier? Wir haben ja nur unsere Boutique, also ich wüsste auch nicht, wo ich da Fuß fassen sollte. Und wir sind ja auch schon so alt. Aber in Gratewohl dürfte es wohl am sichersten sein. Und wer weiß, wahrscheinlich beruhigt sich das Ganze auch wieder und dann könnt ihr hier in aller Ruhe und Frieden bleiben. Das bleibt wirklich nur zu hoffen, aber es häufen sich ja auch die Katastrophen. Also ja. Es sollen Goblins hier marodieren, da übernehmen Gnolle eine Stadt, dann sind die Wildtiere aktuell auch sehr knapp und die Jägergilde hat wirklich Schwierigkeiten, uns mit Nahrung zu versorgen. Also der Preis für den Hasen hier, der ist auch ganz schön nach oben geschossen in den letzten Wochen. Aber ja, er schmeckt ja wirklich hervorragend. Also. Wo ich noch jung war, haben wir unsere Hasen selber gefangen. Ja, Hans, das wissen wir doch. Ah, ihr müsst ihn entschuldigen, er ist auch schon etwas ins Alter gekommen. Ja, ja, so ist das. Nun ja. Hast du denn noch mal irgendwas von Bandul gehört? Weil schon der Halbelf, der mir mal den Hof gemacht hat. Ja, ich erinnere mich. Darf ich das wohl vor deinem neuen Freund sagen? Es gibt bis jetzt nur Freunde. Aber ich bin sehr interessiert an der Geschichte. Tatsächlich nicht. Also, ich habe ihn das letzte Mal tatsächlich mit dir zusammen gesehen. Oh, pff, das war ewig. Das ist ewig her. Ich habe sowieso keinen aus deiner Truppe gesehen. Wo treiben sie sich rum und sind sie auch gerade in der Stadt? Ja, das wüsste ich auch gerne. Ich habe bislang auch keinen mehr getroffen. Darum hatte ich gehofft, dass vielleicht du etwas mehr weißt. Aber gut, dann ich kann mich sonst mal vielleicht umhören, also. Das wäre super. Ja. Das kriegen wir doch hin. Mhm. Ja, ja. Wie war er denn so? Ja. Ihr Freund? Ja. Gib mir dieses Side-Eye, was? Okay. Gib mir mal bitte ein Persuasion. Okay. Ich grinse dich so richtig hämisch an. Du kannst dir relativ sicher sein, dass ich gerade irgendwie Tee sammeln möchte, um dich zu ärgern. Ja, genau. Genau das. Ich hatte, glaube ich, auch vorhin einmal gesagt, dass ihr gerade in der Halblingwohnung seid, aber es sind Zwerge. Okay, wollte ich noch einmal korrigieren. Ach ja, stimmt. Okay, so Persuasion, ja? Mhm. Super. Ja, das ist eine 7. Ja, sie scheint das ein bisschen zu ignorieren und sagt, oh, es war ein wirklich attraktiver, stattlicher Mann und er hat auch ihr alles beigebracht, was sie über die Elfenkultur weiß. Ja, ja. Ah, also, manchmal haben sie auch Blicke miteinander ausgetauscht, aber da möchte ich mich jetzt nicht... Also, als ich noch jung war, hat man den Frauen immer den Hof gemacht und das war auch bei denen der Fall. Du weißt, dass er euch nie gesehen hat. Nee, er scheint euch mit anderen Leuten zu verwechseln. Ah, sag mal, Betty, du und Hans, wie habt ihr euch denn kennengelernt? Wir waren gerade, ich möchte nicht unhöflich sein, aber was gibt es denn sonst noch so über den netten, wie war der Name gleich? Bandul? Bandul. Bandul. Ja genau, was gibt es denn sonst noch so über den zu wissen? Naja, ich glaube, er war ziemlich gelehrt und sehr geschickt mit der Flöte und mit der Laute. Was natürlich auch auf andere Sachen schließen lässt. Ich nehme einen ganz, ganz lauten Schluck von dem Brei. Ich lehne mich zufrieden zurück. Ja, danke schön. Ja, sie erzählt dir noch einige andere Dinge im Laufe des Abends. Laila wird immer leiser und leiser und röter, mehr rot. Ihre Haut färbt sich röter, rottönlicher. Sie wird roter im Gesicht, so. Ich hoffe, ich habe jetzt alle Versionen abgedeckt.
Und irgendwann verabschiedet ihr euch von ihnen. Die Sonne ist mittlerweile untergegangen. Ihr bemerkt aber, dass die Straßenlaternen mittlerweile an seid und begebt euch dann, wenn ihr noch möchtet, zur Stadtwache. Ja, würde ich vorschlagen. Ja. Da schauen wir nächste Mal nach, wie das ausgeht, denn wir werden jetzt nochmal einmal auf dich eingehen, Arwen. Du bist im Gebet und driftest irgendwann in eine Meditation ab, die in einen tranceähnlichen Zustand geht. Und du erinnerst dich ein bisschen so an die Szene, die du geträumt hast, als eure Reise begonnen hat, als du auf deiner Heimatburg warst, in der du aufgewachsen bist und der gesamte Himmel rot war. Aber dieses Mal ist alles irgendwie anders. Der Himmel ist blau, es ist auch Sommer, es ist ein frischer Wind, der, der dich ein bisschen von der Hitze der Sonne abkühlt, die jetzt nicht so viel Effekt auf dich hat, weil du halt ein Tiefling bist natürlich. Aber man merkt schon, dass es ein sehr warmes Klima ist. Und es ist ein wunderschöner Tag, du bist gerade im Wald unterwegs. Und das muss so etwa die Zeit sein, als du vielleicht 11, 12 Jahre alt warst und bist allein in diesem Wald unterwegs. Hörst etwas. Weiß ich, dass ich im Traum bin? Weiß ich, dass ich in dieser Trance bin? Ja. Weißt du, dass das irgendwie was Tranceartiges sein muss? Okay. Wo bin ich hier? Was ist mit meiner Stimme? Ich guck nach unten. Ja, du hast kleine rote, nicht Halbling, Tiefling-Hände. Hallo? Ich versuche mich zu orientieren. Gib mir mal einen Survival-Wurf darauf. Ähm, 13. Sollte dir relativ gut gelingen, dich damit hier zu orientieren. Es ist eine Stelle im Wald, der in der Nähe eurer Burg ist. In deiner Heimat Prestigien. Höre ich irgendetwas? Gib mir einen Perception-Wurf. 24. Du hörst ein Knacken im Gehölz, abseits des Weges. Habe ich noch und irgendwie ein Holzschwert oder sowas dabei? Du hörst ein ganz leises Flüstern. Habe ich irgendwas dabei, was ich als Waffe nutzen kann? Du hast einen kleinen Wanderstock, mit dem du immer so tust, als ob es ein Schwert wäre, weil du für ein Schwert noch zu... Hallo? Hallo, wer ist da? Und geh ein bisschen näher. Du gibst dich an das Gebüsch und hörst mittlerweile, dass es eine... Stimme in einer Sprache ist, die dir unbekannt erscheint, aber es ist eine männliche Stimme. Und die Stimme wird auch immer lauter und je länger du dieser Stimme zuhörst, desto besser verstehst du, was sie sagt. Sie redet immer noch auf der Sprache weiter, die sie benutzt, aber du verstehst irgendwann daraus, komm zu mir, komm mir. Wer bist du denn? Zu mir. Ich steppe ein bisschen näher und versuche... wo auch immer diese Stimme drunter verborgen ist, mit dem Stock so ein bisschen aufzudecken. Du machst das Gebüsch etwas auseinander und es ist einfach nur ein leeres Gebüsch. Und wegen dem 24er-Wurf hörst du hinter dir Schritte. Ich drehe mich direkt um und sag, wer ist da? Hey, sorry, dass ich dich etwas belästige und in die Irre geführt habe. Siehst vor dir einen relativ großen, stattlichen Mann, mit roter Haut, zwei Hörnern. Und er kommt auf dich zu. Hallo, Ebrios. Ich freue mich, dich kennenlernen zu dürfen. Ebrios? Mein Name ist Arwen. Wer seid ihr? Wenn mein Vater euch hier so sieht... Aber nein, dein Vater und ich sind alte Freunde. Er hat noch nie von euch erzählt. Und außerdem sind wir nicht befreundet mit so Dingern. Was meinst du denn mit so Dingern? Ich glaube, wir haben viel gemeinsam, mein Freund. Ja, aber versteckt euch am besten. Wenn mein Vater das hier sieht, der und die anderen, das ist... Wer seid ihr denn eigentlich? Tja, ich habe schon sehr lange versucht, mit dir Kontakt aufzunehmen, mein Junge. Ich darf doch Ebrios zu dir sagen. Das ist doch dein richtiger Name, ne? Weiß ich? Wie kommt mir das vor, wenn ihr mich so nennt? Habe ich irgendein heimatliches Gefühl damit oder ein vertrautes Gefühl? Es kommt dir merkwürdig vor. Okay. Ich bin Arwen. Okay, wenn du diesen Namen gerne annehmen möchtest, kann ich dich auch Arwen nennen. Ein Problem. Was ist das hier? Das ist wie damals. Ja, das hier ist der Wald, aus dem du kommst. Stellt euch vor. Oh, natürlich. Also mein Name ist, und du hörst hinter dir...
Arwen, wo steckst du denn? Drehst dich um und der Typ ist verschwunden. Arwen! Und du erwachst aus dieser Trance. Und dir fällt ein, dass dieser Augenblick wirklich so in deiner Kindheit passiert ist. Mhm. Und du den bis jetzt verdrängt hast. Und da machen wir nächste Mal weiter. Oh, spannend. Damn. Ciao, bis nächste Woche. Ja, bis nächste Woche. Für uns ist das ein Monat. Cool. Jesus Christ. Mega. Halt, ihr da, im Namen des Königs. Ihr seid noch kein Kanalmitglied und unterstützt Quest? Dann aber jetzt mal zackig. Klickt sofort hier drauf, wenn ihr nicht schon abonniert habt, und werdet Kanalmitglied, um Quest D&D zu unterstützen. Ihr wollt nicht? Nun dann, auf in den Kampf!